Oh. Okay. Gib mir das dicke. Das dicke Ende, genau. Jetzt will ich erst mal gucken. Oh. Da ist gerade ein Grashüpfer in den Tod gesprungen. Aber naja. Herzlich willkommen zurück bei Gunman Chronicles. Major Archer tastet sich hier langsam auf einem fremden Planeten voran. Da ist der Adler. Uff. Der schlägt nur ganz selten mal mit den Schwingen. Und das hört man aber auch. Und ich habe keine Ahnung, wie ich hier weiterkommen soll, denn das ist hier eine sehr, sehr gefährliche Geschichte. Okay. Was soll's? Ja. Oh. Das ist auch nur Gesundheit. Gesund bin ich, aber ich habe keine Rüstung mehr. Hier geht's weiter. Und hier muss ich aufpassen. Oh, meine Freunde, die Grashüpfer sind wieder da. Biau, biau. Ich speichere sicherheitshalber mal ab. Immerhin habe ich jetzt ja den Computerkern des Mainframe in der Tasche. Und der scheint auch in diesem Zustand, da ist er, in irgendeiner Weise Sensoren zu haben und mich bei Bedarf zu warnen, wenn irgendwas passiert. Zumindest hat er mich ja in der letzten Folge vor dem Hubschrauber gewarnt. Streuung Gewehrpatronen 2. Das wollte ich sehen. Oh. Schaden an Einheit. Ja, das war's mit meiner Rüstung. Jetzt ist sie ganz hin. Oh Mann. Düster. Und hier geht's runter. Und es gibt Wasser. Eieieiei. Nein, nein. Oh, Leitern. Das hätte ich mir doch sowas von denken können. Wo sind die denn? Dass das hier eine Falle ist, das war mehr als klar. Wenn ich wüsste, wo die Gegner sind. Ich sehe sie nicht! Da ist er. Oh, das gibt's doch nicht. Er trifft mich, ich treffe ihn nicht. Das Ding steht, der stand aber auf Gewehr. Gut, dann muss ich ihn mit dem Scharfschützengewehr erwischen. Ja, ist doch richtig. Okay, wenn jetzt noch einer kommt, dann hat's mich. Da kommt noch einer. Nein! Falsche Taste. Also man muss komplett richtig durchzielen, bevor was passiert. Ich brauche Gesundheit. Wie sieht das mit dem Wasser aus? Ist das gefährlich? Schwimmt da was drin? Nein. Jedenfalls so sehr. Na, jetzt kann ich kontrollieren. Wollte ich gar nicht. Raus hier. Ab in der Hocke. Ich komme ja wieder nicht dran vorbei. Aus irgendeinem... Jetzt komme ich dran vorbei. Gesundheit! Das brauche ich jetzt dringend. Okay, langsam kriege ich auch meine Waffen wieder. Munition, Raketen.
Oh, oh. Das kann nichts Gutes bedeuten, wenn ich hier so aufgerüstet werde. Aber egal. Ich nehme, was ich kriegen kann. Das ist sogar voll. Rüstung! So. Das Spiel kann weitergehen. Und das kann ich nicht mehr nehmen. Das war hier die Ausrüstung für das Scharfschützengewehr. Nein. So. Dieses, jenes, welches. Aber für den Nahkampf nehme ich jetzt doch erstmal die Shotgun. Die steht auf 2-Patronen-Streuung Gewehr, nicht Schrot. Ich kann es ja auch... Sturmgewehr? Hat er jetzt auch noch Gewehr? Sturmgewehr? Gewehr dürfte ja nicht so weit streuen. Sturmgewehr? Ich probiere mal Sturmgewehr. Mal gucken, was passiert. Oh! Es geht schon wieder an die Oberfläche. Und da sind die nächsten Skorpionen. Es ist nicht zu fassen. Nein, falsche Waffen. Also das mit den Waffen wechseln, das ist echt so eine Sache für sich. Und dann habe ich die Waffe noch nicht mal. Oder es dauert eine halbe Stunde, bis ich... 94%. Dieser blöde Skorpion hat schon wieder meine Rüstung zerstört. Frechheit. Oh Mann. Okay. Ist das nicht noch? Ja. So, und immer wenn man die Waffen passend einstellt, dann kommt was anderes. Der wird mich ja wohl nicht angreifen, der... Das ist wirklich ein Adler, der hier immer rumfliegt. Hoffentlich ist es kein Spionageadler. Okay. Ein Skorpion weniger. Oh no. Wieder Sprünge. So, Gesundheit, sehr gut. Rüstung, auch gut. F6. Das muss ich ausnutzen. Aber wo geht's weiter? Oh, das ist ein gemeiner Parcours hier. Direkt an einem überhängenden Felsen lang. Fies. Hier kann ich doch bitte rüber. Danke. Ja. Frühstück. Puh. Und jetzt kommen noch mehr Skorpione. Nein. Ich rechne eigentlich schon wieder mit den Schergen des Generals. Was ist das denn wieder? Immer diese klassischen Abgänge hier. Kommt mir irgendwie bekannt vor. So ein ähnliches Spiel mit ähnlichen Parcours-Elementen habe ich auch schon mal gespielt. Jetzt geht es nämlich tief runter. Oh. Licht. Bäume.
Aber immer noch ein Abgrund. Nee, gar nicht mal so abgründig hier. Oh. Oh, oh. Gar nicht mal so abgründig. Ja! Achso, da bin ich ja rausgekommen. Stimmt. Na gut. Ich denke, ich muss zusehen, dass ich den General irgendwie finde. Ich habe keine Ahnung, was er hier schon wieder treibt. Außer irgendwie wieder Dinosaurier-DNA für seine Xenoms zu sammeln. Grashüpfer oder Skorpione? Meine Sensoren melden eine nützliche Energiequellensignatur voraus. Ich sag ja, ist schon ganz gut, wenn man mal einen Computer in der Tasche hat. Eine nützliche Energiequelle. Hm. Oh, okay. Da bin ich ja hergekommen. Da bin ich rausgekommen. Eine nützliche Energiequelle. Sieht mir irgendwie gar nicht danach aus, aber... Oh doch, hier geht's in den Berg rein. Nicht, dass da irgendwas von oben kommt. Oh ja, ich höre auch irgendwas, aber das hört sich eher nach einem Dampfkochtopf an oder so. Oder ein Fluggerät. Okay, hier geht's nicht weiter, ich muss da runter. Naja, dann Augen zu und durch. Schauen wir mal. Ah ja. Oh! Mami! Mami ist da! Ich glaube, da nehme ich wieder die Shotgun lieber. Halt still, Mami. Es tut nicht weh. Naja, zumindest nicht lange. Okay. Mehr zappelt hier nicht. Ich falle ja immer wieder darauf rein, dass man, dass hier der Weg relativ instabil ist. Hier muss ich tatsächlich runter. Geht auch. Es gibt Munition, es gibt Heilung. Shotgun. Raketen. Noch eine Rakete. Ich mach mal Licht an hier. Aber ich bin voll. Sieht gar nicht so groß aus, aber naja. Man sollte sich nicht täuschen. Was ist das? Auch so ein Hubschrauber? Ja, das muss was anderes sein. Über mir ist es nicht. Da geht's wieder hoch. In Deckung, wir starten unseren Bombenangriff. Bombenangriff. Thank you.
Okay. Offensichtlich war ich hier nicht sicher. Entdeckung, wir starten unseren Bombenangriff, sagt er. Ich brauche... Entdeckung, wir starten unseren Bombenangriff. Ich hau ab. Jetzt hau ich richtig ab. Da hinten war ja die Höhle. So. Was sprengen die hier? Die werden doch nicht nur mich jagen. Ich gehe mal auf die große Munition. So, Abschuss beim Abfeuern. Flugbahn zielsuchend. Abschuss bei Zielerfassung. Nee, abfeuern ist schon mal gut. Zielsuchend, Spiralbahn gelenkt. Also das mit dem zielsuchend oder gelenkt, da bin ich mir nicht so sicher, denn eben hatte ich auch das Gefühl, als ich in der letzten Folge habe ich ja schon so einen Hubschrauber abgeschossen und das war eigentlich zielsuchend, aber ich hatte doch das Gefühl, dass ich es auch lenken musste. So, mal gucken, wenn die jetzt alles hier in die Luft gejagt haben, vielleicht gibt es jetzt hier einen Weg nach oben. Ich sollte trotzdem erstmal auf eine andere Waffe wechseln. Danke. Ah, hier ist der Weg frei. Wir machen den Weg frei. Ich würde den ja so als... So viel dazu. Oh, meine Rüstung. Das war keine gute Idee. Ich kann doch jetzt snipern. Verflixt noch eins. Dann snipere. Ja, ja, ja. Sag mal. Das Problem ist, wenn ich jetzt loslasse, schieße ich und das kostet... Kann ich das abbrechen? Ja, kann ich. Okay. Ah. Gut. Shotgun. So geht das auch. So, ich hole mir erstmal was. Gesundheit, okay. Alles kaputt machen, wie sich das gehört. Jawohl. Na, General? Wieder irgendwelche Befehle? Das kann ich leider nicht kaputt machen. Ja, dann muss ich weiter, ne? Von dir habe ich nichts mehr zu erhoffen. Aber der war schon sehr artistisch, das kann man nicht anders sagen. So. Jetzt geht das wieder mit dem Springen los. Leise, leise. Aber ich glaube, leise brauche ich mich hier sowieso nicht zu bewegen, weil... Aggressor stellen! Das gibt Ärger. So einen Ärger. Ladebildschirm, während ich kämpfe. Ihr seid Spaßvögel. Na gut. Oh, die haben noch ein paar. Aber ich habe ja auch noch Munition. Was ist denn jetzt explodiert?
Hubschrauber. Sniper. Oh. Okay. Gib mir das dicke. Das dicke Ende, genau. Jetzt will ich erst mal gucken. Ja, das funktioniert nicht. Ich muss das doch auf Ziel führen. Beim Abfeuern. Na! Ziel suchen, so. Boden lassen? Jawohl! Bing, bong. Okay, die Rüstung ist natürlich wieder hin. Gesundheit gibt's hier genug. Nachschub gibt's auch. Also was Raketen zumindest angeht. Da sind sie. Ups. Danke. Das nehmen wir auch gerne mit. Und hier ist irgendwas drin. Nein! Das sah auf jeden Fall nach Sprengstoff aus. F6, ich bin vorsichtig. Das soll irgendwie gesprengt werden hier. Gib mir erstmal noch... Ach, hier wäre auch noch Munition gewesen. Die Dinger kann ich ja nicht aufmachen. Rüstung! Danke. Oh yeah. Speichern. Ah, jetzt ist hier Ruhe im Karton, ne? Es ist nur die Frage. Okay, die Frage hat sich gerade beantwortet. Hier steht ein Geschütz. Und mit dem Geschütz könnte ich wahrscheinlich die Kiste in die Luft jagen. Mal gucken, ob das klappt. Ich würde erstmal gerade was aus der Hand legen. Jawohl. Moment mal. Nein! Du sollst es benutzen. Du sollst dich drauf rumhauen, du sollst es benutzen. Danke. Runter. Ah, die Steuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig. Auf jeden Fall ist es offen. Und da liegt tatsächlich... Na, ich denke mal, das soll Sprengstoff sein. Warum der nicht hochgegangen ist, weiß ich nicht. Gut, probieren wir es nochmal. Okay, geht doch. Falls jetzt noch jemand aus der Lücke kommt, kann ich gleich weiterballern. Aber den Gefallen tun sie mir nicht. Okay, so lasse ich es los. Shotgun. Ich hatte die ja immer auf 3 Patronen gestellt. Ich stelle sie wieder auf 3 Patronen. Unter anderem deswegen, weil ich das irgendwie schon geahnt hatte, dass es da nicht war. Oh. Was fressen die denn?
Also für die muss ich ja doch auf zwei Patronen bleiben, wenn ich sowieso vier verballere. Shit. Okay. Treffer versenkt. Also das Snipergewehr ist schon ganz gut. Das Problem ist nur, man muss erst zielen und wenn man dann den Abzug loslässt, schießt es. Ich weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist, aber man muss sich dran gewöhnen. Nein. Ich will gerne wieder die Shotgun haben. Für Notfälle. Da geht's hoch. Vielleicht kann ich mir hier unten vorher noch mal gerade ein bisschen Gesundheit holen. Viel brauche ich ja nicht, aber... Also Rüstungen halten hier wirklich nicht lange. So, ich glaube... So, jetzt kann ich hier höchstens noch so eine Krokoledertasche machen. Immerhin haben sie keine Xenoms hier. Ah, das hätte ich auch noch einsammeln können. Gut, Leitern. Oh, oh. Moment. Ach, der hat mit zwei... Das Geräusch sagt wieder... Sind es wieder nur Grashüpfer? Keine Gegner zu sehen, aber das heißt ja nichts. Shotgun. Oh! Da muss ich rüber. Hatte ich eben noch gesagt, das heißt ja nichts. Der versucht hier irgendwie die Brücke kaputt zu sprengen. Habe ich ihn erwischt? Bitte sag, dass ich ihn erwischt habe. Ich habe ihn, glaube ich, erwischt. Okay. Augen zu und durch. Gesundheit gibt's hier. Zu spät. Du kannst deine... Hatten die eine Sprengfalle ausgelegt? Oder was war das? Puh, ich würde da gerne mal hinzoomen. Wenn ich die rechte Maustaste drücke, kann ich ja abbrechen. Abbrechen. Ja, oder auch nicht. Danke. Danke, Spiel. Naja. Ich wollte das Messer haben, nicht deine blöden Fäuste. Oh. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Rechte Maustaste. Also die Waffensteuerung ist wirklich für Profis gedacht. Dead, dead, dead. Sowas lese ich gerne. Vor allem, wenn es sich um Feinde handelt. Dem kann ich nichts mehr mitnehmen oder wegnehmen. Meine Rüstung ist leider auch... Kann ich ja Knöpfchen drücken noch? Naja, ist ja alles tot. Gut, weiter geht's. Nein. Mal wieder auf Shotgun. Wie lange muss ich mich hier durch... Daten werden geladen. Ah ja. Licht aus.
wechsle wieder auf das Sniper. Scharfschütze. F6, das sieht nach einer Falle aus. Okay. Von oben kommt nichts. Hier muss ich wieder springen. Das bedeutet definitiv eine Falle. Gerade mal auf Puls umschalten, denn da hinten sehe ich irgendwas will mir hier ans Leder. Oh Mann. F6 runter. Was? Ihr seid doch wohl Das hätte ich mir doch denken können, dass das wieder sowas wird hier. Shotgun. Was? Alles kaputt geschossen hier. Die Tür geht automatisch wieder zu. Oh. Okay, jetzt weiß ich, was vorhin explodiert ist. Es gibt Minen. Was hast du denn für eine dicke Wumme? Ja, tanzt du nur. Und ich habe noch nicht mal auf Rotation hier gestellt. Okay. Ein Knast? Was? Ein Kollege? Also dieses Westerns-Sujet ist schon cool. Ah, ne. Geht das auf? Ja. Ich traue meinen Augen nicht. Hätte nie gedacht, nochmal einen Gunman zu sehen. Sie müssen ihre Basis finden. Ist irgendwo da draußen. Unter der Erde. Gunman-Kommandozentrale muss gewarnt werden. Der General steckt ihn da ein. Ja, ich weiß. Einen Angriff. Mich hat's böse erwischt. Ich bin nur eine Last. Gehen Sie ohne mich weiter. Ja, wenn du meinst. Ah ja. Ach, das kann ich sogar aufmachen. Rüstung habe ich. Habe ich jetzt die Rüstung durch den geschlossenen Safe mitgenommen und habe dann den Safe aufgemacht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber naja. Gut, also naja, er kommt raus, falls er das überlebt. Ich soll weiter. Die Zentrale vom General liegt unterirdisch. Ja, gut. Ich würde sagen, ich mache hier mal Pause. Hier bin ich halbwegs sicher. Vielleicht kann ich meinem Kameraden zumindest seine Verletzungen noch verbinden oder so. Habe ich hier noch ein paar Medikits? Da könnte ich ihm ja helfen. Naja. Ich gebe mir Mühe. Ich will mal gucken, was ich machen kann. Und dann geht's weiter. Das aber dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Daumen drücken, für
Major Archer und Gunman Chronicles. Wir sehen uns. Tschüss.